Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben / Wahres Biker Edition. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück zu Corines, denn wir sind hier fertig. Wir haben Raven besiegt und können endlich in die gute alte Welt mit den Suchenden. Oh nein. Ja, die Suchenden ist schon so ein Problem, ne? Aber wir haben ordentlich an Stärke gewonnen. Wir haben ein neues Schwert angenommen. Wir haben ein neues Schwert gefunden. Wir sind eigentlich super gerüstet für die neue Welt hier, quasi. Naja, neue Welt nicht, aber für die böse Welt hier, weil hier sind ja Suchenden und was weiß ich für Monster noch aus dem Pass gekommen. Und wir sind gerüstet auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Vorteil. Sauber, und dann gehen wir erstmal nach Corines und sprechen mal mit Vatras, weil wir haben ja auch schließlich die Leute befreit. Vielleicht kriegen wir da ja noch Belohnungen und sonstiges. Mal gucken. Wir sind schon echt lange hier nicht mehr gewesen, muss ich sagen. Wir sind mal kurz hier gewesen, um Schriftrollen zu kaufen, aber das war's dann auch. Das hat er wirklich nicht verdient. Ah, ich sehe auch gerade Myxia schon. Myxia! Hey, du! Du wirst in der Stadt bleiben? Du wirst aber jetzt so in der Stadt bleiben? Der Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Corines noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Ich gucke hier gerade mal was. Und er erwählte den Menschen. Weise. Und Inos sprach zu ihm, Pfandbrief. Und der Mensch ward ihm untertan. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Ich suche gerade einen Zettel, der sehr wichtig ist. Belias Einhalt gebiete. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos. Naja, ist egal. Wir werden den Zettel sicherlich irgendwo haben. Wie gesagt, ich muss echt mal aufräumen hier das Inventar. Oh, Vatras. Hey. Die Vermissten sind wieder zurück. Oh, cool. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos. Segne diesen Mann, erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Okay, die Ablösung ist da. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Okay. Ja, Steintafeln könnte man geben, aber ich müsste mal gucken, wie viele wir uns da, ihnen da immer hingeben können für Permanent Mana Bonus. Ich glaube, das waren 20 Stück oder so. Oder 15, ich weiß es nicht. Müsste ich mal gucken. Und dann werde ich die in Truhen packen und immer nur so viel mitnehmen, dass wir da noch was haben. Da bist du ja wieder. Da bin ich ja wieder, genau. Okay, hier können wir erstmal nichts machen. Ja, die Vermissten sind ja wieder da. Das heißt, wir können auch mal unten im Hafen gucken gehen und mal sagen hier, wer da ist, alles halt, ne? Ist du eigentlich was Neues? Zeig mir deine Ware. Glaubst du wirklich? Okay. Noch einen recht schönen Tag, Herr Paladin. Oh, Herr Paladin. Wir werden gelobt, Leute, wir werden gelobt. Wir sind eine wichtige Persönlichkeit hier in Corines geworden. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige der vermissten Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Okay, super. Dann haben wir auch das abgeschlossen. Der eine Typ hier wollte wissen, was mit dem einen passiert ist. Oder mit den vermissten Leuten. Wir können auch mal sprechen. Hey, du. Hab das sogar alles noch auf dem Schirm, ey. Und wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da.
Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Schön. Gibt alles Erfahrungspunkte. Monty. Hey. Und? Musst du wieder arbeiten? Und? Musst du wieder arbeiten? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Natürlich, du komischer alter Mann mit Skips-Stimme. Ja, das ist so größte Mankum, was es wahrscheinlich bei Gosse gibt. Wir sind doch alles mit. Es gibt zwar viele schöne Stimmen, die sich auch gut anhören, aber es sind viele doppelt. Und von daher, naja. Oh, wir können hier versuchen, seinen Schlüssel zu klauen. Ja, mit 65 Geschicklichkeit lass ich das erstmal lieber. Das weiß doch inzwischen jeder. Okay. Weiß gar nicht wir können mehr, ja mal hier den Typen soll. Ansprechen. Weiß nicht, ob der was damit zu tun hat. Meine Meinung will ja Martin. Keiner hören. Mir erfährt keiner was. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Nee, aber der Typ da unten, mit dem könnte ich sprechen. Der suchte ja auch seinen Freund. Da bist du ja wieder. Hast du was von meinem Kumpel William gehört? Er ist tot. Tja. Das hatte ich mir fast gedacht. Danke, dass du nochmal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Er hätte es so gewollt. Natürlich, mach das mal. Aber erstmal sammle ich das da mal auf, fällt knöterig. Ist meiner. So, und jetzt teleportieren wir uns mal wohin, weil, wie gesagt, wir sind hier soweit durch erstmal. Ich möchte nämlich gerne... Oh, wir haben den sogar an... Zur Taverne. So, ich möchte nämlich noch was machen in diesem Part. Und ich hoffe, dass wir das zeitlich auch schaffen. Wir haben ja erst gerade 7 Minuten, also es sollte locker machbar sein. Oh, weil es nämlich jetzt auf dem Weg zum Kloster geht. Aber vorher werden wir nochmal eine Runde beten. Ich hoffe, das bringt was. Natürlich mit geweihtem Wasser, ist ja logisch, ne? Mal gucken, was wir da kriegen. 250 mit... sich mit geweihtem Wasser betröpfeln. Plus 10 Lebensenergie. Schöne Sache. So. 619 Leben. Prächtig, sage ich da nur. Prächtig. Ich glaube, ich sollte mal hier meine Waffe ziehen. Denn wir könnten hier Probleme kriegen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auch ein Wolf. Na, guck mal her. Zwei Schläge. Ich dachte, einer und das hätte gereicht. Aber naja, gut. Ich habe die alten Viecher hier schon vermisst, ey. Ist eine schöne Sache. Ist hier hinten wieder was Neues? Nein. Iskarot. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast denn du dabei, wollte ich gerade sagen, ey. Vielleicht hast du ja was Nützliches dabei. Ach, nö, nicht wirklich, ne? Obwohl wir Eisblock könnten wir vielleicht zweimal gebrauchen noch und ja, das andere reicht. Möge Innos allzeit über dich wachen. Natürlich, dankeschön. Ich bin ja auch ein Paladin. Hier, wie sieht's aus, Leute? Wollen wir mal in die Höhle reingehen hier? Gab's doch mal so eine Höhle. Ich wüsste gerne mal, was da drin ist. Ich meine mal, von der Stärke sollten wir es jetzt locker schaffen. Wenn wir hier schon mal gerade sind, probieren wir das doch mal. Wir müssen eh leveln. Von daher. Was sind Ratten? Tot. Ich sehe nichts.
Gehen wir mal hier rein. Nach rechts. Schon sehr lustig. Ich sehe ja echt nichts, ey. Und diese Minecrawler und hier oben auch. Okay. Ja, wenn es Minecrawler sind, wird es nicht so schwer sein. Aber hier wird es doch den einen oder anderen Schatz sicherlich geben. Und deswegen lass uns doch hier mal fix gucken, was es hier so gibt. Eine Innos-Statue. Trank und alte Münzen. Ich dachte eben schon Gold. Alte Münzen sind immer willkommen, die geben auch Erfahrungspunkte. Deswegen gar nicht mal so verkehrt. So, Feuerwurzel. Schöne Sachen, die es hier oben gibt, allerdings momentan nicht von Gebrauch. Vielleicht ändert sich das aber auch gleich. Naja, gut, die Dunkelpilze, die sind immer willkommen, das wisst ihr ja bei mir. Die geben ja plus 5 Mana. Und, naja, was wir sonst hier noch finden, das werden wir gleich herausfinden. Ein Runenstein. 500 Gold wert. Schön. Weiß man nicht, ob wir den brauchen, aber wenn wir den nicht brauchen, haben wir immerhin 500 Gold später mal. Ich glaube, da habe ich gerade, oder? No problem, wir sind Ultimate. Dank dem Einhandschwertkampf, dass wir beim Einhandmeister geworden sind, geht das jetzt so sauber von der Hand hier. Das freut mich echt. Wir müssen mal Fackel anmachen. Hier liegen noch mehrere Sachen, die ich sonst vielleicht übersehe. Da, Fackel. Hier sind nämlich Spitzhacken. Gut, die habe ich gesehen, aber wie gesagt, bevor wir was übersehen, machen wir lieber mal eine Fackel an. Dazu sind die Dinger ja auch da. Alter, wir haben so viele Panzer von diesen Dingern. Wir könnten uns damit totschmeißen. Wir können uns da 1000 Rüstungen mitbauen lassen. Müssten wir auch mal abgeben demnächst bei Wolf. Aber noch nicht. Wir sind da ja noch nicht in der Nähe. Oh, dann machen wir die Truhe auf. Eine Nachricht. Ein alter Zettel aus einem Stollen. Okay, den gucken wir uns gleich mal an. Nichts zu holen. Spruchrolle. Spruchrolle. Bevor wir uns den aber angucken, würde ich sagen, machen wir erstmal die Höhle hier fertig. Denn da gab es noch einen einzigen Weg. Ah, hier sind Pilze. Muss genauer gucken, ey. Oh, und noch mehr Pilze. Natürlich. Ja, das habe ich vermisst, weil in Jakendar, gut, da waren auch viele Pilze, aber nicht so viele wie hier in Korinnes. In den Höhlen da teilweise, da kannst du Glück haben, dass du da 10, 20 Stück rausholst, ey. Das ist schon was, ja. Jetzt gehen wir hier oben mal gucken. So, was haben wir denn hier? Natürlich noch mehr Pilze und eine Feuerwurzel war das eben, ne? Ich glaube. Gut, was haben wir denn hier? Was liegt denn hier so Blitzerndes drin? Kampfstab, Magierstab, Kampfstab. Okay. Schön viele Sachen, die teuer sind, die man ordentlich verkaufen kann und ordentlich Gold machen kann später mal. Also, ich würde mal schätzen, das, was ich habe jetzt alles, wenn ich das alles verkaufen würde und öffnen würde mit den Lederbeuteln und so alles, würde ich mal schätzen, dass es vielleicht 50.000 Goldstücke sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wir können noch einiges einsammeln. Ich kann auch sein, dass es zu hoch gepokert ist, aber ich glaube schon, dass es so viel ist. Naja, dann gehen wir mal zum Kloster hin. Hey, du.
Warst du schon mal im Kloster? Kann sein. Wieso? Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Okay. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Ja. Gehen wir mal hoch zum Kloster, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon rein dürfen, aber das werden wir wohl herausfinden. Und zwar finden wir das erst in der nächsten Folge raus. Also, macht's gut, danke fürs Anschauen. Tschüss.